Und damit guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen aus dem Dschungel. Wir spielen wieder Green Hell und machen weiter mit unserem Lagerbauprojekt. Der Plan, oder erstmal letzte Folge haben wir die ganzen Wände da drumherum gezogen. Der Plan für die Folge ist, wir bauen uns unser erstes Beet, wo wir Pflanzen anbauen können. Und fangen dann an, die Verkleidung da drumherum zu ziehen, würde ich sagen. Cool, also legen wir los. Erstmal hoch hier und dann brauchen wir. Gott, wo ist denn das? Ich glaube, es ist hier mit drin. Ne, hier ist es doch nicht mit drin. Großer Setzkasten. Er kommt genau hier hin. So, wir brauchen 4 Stöcker und 4 Holzscheite. Ja, das sollten wir alles noch haben. So, Stöcker kann man hier nochmal mitnehmen. Holzscheite nehmen wir hier mit. Die müssen wir mal kurz hier hinlegen. Jetzt 2. 1, 2, 3. Wir brauchen noch einen. Das haben wir. Und dann brauchen wir, glaube ich, als nächstes Lehm, den wir da reinklatschen. Oh ne, doch nicht. So, wir. Also die Erde spawnt quasi aus dem Nichts mit. um jetzt eine Pflanze anzubauen, ist relativ interessant. Brauchen wir natürlich einen Pflanzensamen. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar hier Bananensamen. Den kriegen wir, wenn wir eine Banane sammeln. So, sobald wir den hier eingesetzt haben, sehen wir schon, was wir brauchen. Wir brauchen Dünger und Hydration. Also, Exkremente nehmen wir als Dünger. Und Wasser. Leer, leer. Dann rennen wir mal kurz zum Fluss runter. Da es aktuell nicht regnet, will ich hier meine Wasservorräte nicht unbedingt so krass angreifen. Wir haben wieder so eine Trockenphase hier erwischt. So, waschen. Wir haben schon wieder einen Igel. In Eger. Oh, nicht nur ein. Gleich wieder mehrere. Muss sich ja auch lohnen. So. Das voll, das voll. Sehr schön. Gut, machen wir uns wieder auf den Rückweg. Und auf nach da oben. So. Rinder mit dem Wasser. Ja, und jetzt müssen wir einfach warten. Ab und zu müssen wir wahrscheinlich mal nachgießen und nachdüngen. Aber theoretisch irgendwann sollte jetzt da draus ein Bananenbaum werden. Cool, wir machen auf jeden Fall weiter mit der. Machen wir jetzt die Dächer fertig. Ich würde sagen, wir fangen mit der Verkleidung hier außen drum an. Dächer kann ich immer noch machen. Was haben wir denn? Lehmwand, genau. Eins. Zwei. Drei. Was denn hier schon wieder? Warum passt das nicht? Ich krieg. Passt auch nicht, oder was? Warum?
Absolut verrückt. Das gibt's doch nicht. Verpasst. Verpasst. So, dann die kleine Wand ein. Dahin und den Eingang brauchen. Da. So, was mit den anderen Dingern jetzt hier schon wieder ist, keine Ahnung. Manchmal ist das wirklich verdoomt. So, aber das bedeutet, wir dürfen wieder Leben durch die Gegend schleppen. Wir haben hier ein bisschen was. Ich würde sagen, wir fangen hier vorne an, ne? Erstmal das hier zu. Das ärgert mich, dass es aus Gründen hier irgendwie an einigen Stellen alles nicht so funktioniert, wie ich das haben möchte. Ja, eigentlich wollte ich ja auch mehr überdachte Teile, aber das Ding dazwischen konnten wir auch nicht platzieren. Also hier den Rahmen, der wollte ja auch schon nicht. Das ist irgendwie ein klein wenig verrückt. Aber macht nichts, wir müssen mit den Gegebenheiten leben. Im Dschungel ist halt nicht alles perfekt. So. Nummer 1. Machen wir mit der zweiten Wand hier direkt weiter. Klatsch. Weiß auch noch nicht, wie weit wir mit unserem Lehmvorrat hier kommen. Ich will wahrscheinlich Grube nochmal anschmeißen müssen. Dadurch, dass es halt aktuell nicht regnet, muss ich dafür aber mal Wasser ran schaffen. Aber erstmal brauchen wir die Vorräte auf, die wir hier haben. Apropos Vorräte. Und hier mal gucken, ob nicht wieder die dämliche Schlange hier drin sitzt. Ne. Zack. Zack. Mein Feuer mal nachlegen. Damit es nicht ausgeht. Ist im Übrigen immer noch übelst lustig, dass wir von oben nach unten bauen. Macht in meinen Augen wenig Sinn, aber hey. Vielleicht tickt die Physik im Dschungel einfach anders. Ich glaube, selbst bei Lehmbauten baut man normalerweise von unten nach oben, oder? Bin ja jetzt nicht so der Profi im Lehmbauen. Aber so könnte ich mir das zumindest vorstellen. Hopp. Brauchen wir den leider nicht hochlatschen. So, wir sind auch wieder maximal dreckig. Also mehr als 5 Drecks ging gar nicht. Wenn wir uns jetzt mal krass untersuchen, sieht man das auch wieder super. Ich finde das cool, dass sie das damit reingebracht haben. So. Aber hier wird nicht lange Pause gemacht. Wir machen weiter. Aber hier erstmal weiter. So, das war zumindest ein bisschen was an Fassade am Ende der Folge sehen. Ja, ich glaube nicht, dass wir alle heute fertig kriegen. Und zumal ich glaube ich auch nicht mehr so viel Asche habe. Zack. Und wir rennen wieder hier auf. Schön. Den haben wir auch fertig. Machen wir den Eingang. Muss dann auch nochmal. Muss mal kurz rechnen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Dächer, die wir dann noch machen müssen. Also noch
sehr, also wenn wir hier mit der Verkleidung durch sind, noch sechsmal den Lehmmischer, dann sind wir, glaube ich, ganz cool. Was den Fortschritt angeht. Eigentlich will ich ja hier noch eine Etage rauf haben, aber da gucken wir erstmal. Erstmal mit der Etage hier fertig werden. Da zieht sich ja alles ein bisschen. Zack. So, hier liegen im Übrigen noch Stöcke rum. Einfach alles mitnehmen. Haben ist besser als brauchen. So, reicht das doch exakt. Gut, damit sind unsere Vorräte auch aufgebraucht. Das heißt, jetzt müssen wir den Lehmmischer anschmeißen. Da ist schon kein Wasser mehr drin. Gut, müssen wir Wasser holen. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. Ist natürlich, wie gesagt, wesentlich cooler, wenn man so die Zeit hat, wo es regnet, kann man das immer vom Regenwasser einfach auffüllen lassen, diesen Lehmmischer. In der Trockenzeit hier ein bisschen schwieriger. So, zack, zack. Das Problem ist, die beiden Sachen hier reichen auch schon nicht aus. Also dieser Speedon und das Kokosnuss-Speedon einmal alleine reichen nicht aus. Ich muss immer ein zweites Mal laufen. Oder ich muss mir immer noch eine Kokosnuss suchen, dass wir noch ein Bidon daraus herstellen können. Dann reicht einmal Latschen auch, glaube ich. So, aber wir machen erstmal weiter. Und zwar hier. Latsch. Ansonsten ist der Fortschritt ja gegenüber der ersten Folge oder den letzten Folgen, finde ich, deutlich schon zu sehen. Wir haben schon ein bisschen was geschafft. Genau, jetzt sieht man hier auch unseren coolen Bananensprössling schon. Wie weit er noch wächst bis zum Ende der Folge. Wie gesagt, mal ein bisschen einen Blick drauf werfen, dass er genug Wasser und Dünger hat. Sonst müssen wir da nämlich nochmal nachlegen. So, auch daran. Und du kommst auch daran. So, Überraschung, ja, das zieht sich jetzt echt ein bisschen, weil wir, wie gesagt, das hier Lehm noch mitholen müssen. Moment, hier sind ja überall Palmen. Irgendwo eine Palme, die auch eine Kokosnuss trägt. Irgendwie weit und breit nicht so bitter. Das ist bitter. So, zwischendurch auch ein bisschen waschen, damit ich bei Gelegenheit auch immer was zu essen reinziehen kann, weil wenn wir verdreckt sind, können wir uns dann auch Lebensmittelvergiftung oder irgendwelche Parasiten wieder zuziehen. Muss ja nicht sein. Eins. Der Baum ist uns voll ins Gesicht gesprungen. Eben nehmen. Wollte eigentlich gar nicht auf die Uhr gucken. Ich wollte
nach unseren Nährstoffen gucken. Gleich nochmal machen. Udo ist auch schon wieder ein bisschen erschöpft. So. Kohlenhydrate, Wasser. Geh mal da oben in deine Ecke. So, Kohlenhydrate wird gerade schwierig. Dadurch, dass das halt nämlich nicht mehr regnet, haben wir auch insgesamt recht wenig Bananen gerade da. Weil hier sieht man auch schon, die Palmen trocknen ein bisschen aus. Oh, doch, hier ist ausnahmsweise was dran. Das ist doch schön. Oh, gleich vier sogar. Das ist ja Luxus. Zwei können wir auf jeden Fall davon essen. Gut, dann trinken wir noch einen Schluck und dann müssen wir, glaube ich, nochmal Wasser holen. Trinken, weil wir das jetzt auch anders machen können, kurz. Und zwar nehmen wir das Dreckwasser, was ich hier oben schon aus dem Fluss zum Teil mit eingefüllt habe. Und wir füllen das gleich, wenn wir wieder zum Fluss latschen müssen, nochmal auf. So. Damit kriegen wir die Wand auch fertig und dann machen wir die Außenwand auf jeden Fall noch fertig. Also die direkt hier hinterliegende. Wieder meine ich. Und dann dürften uns sowieso die Aschevorräte auch schon wieder ausgegangen sein. Ich glaube, eine habe ich noch. Und dann muss ich erst wieder den Kohleofen anschmeißen. Für die nächste Folge. Zack. Bananenstaude wächst. So. Eigentlich wäre hier noch ein Fenster drin cool gewesen, damit wir unsere Bananenstaude auch im Auge behalten können. Passt, der passt. Und schon wieder den letzten Lehmziegel. Diese Fuhre. Ja, die Wände fressen halt. Also Behausung mit Lehm bauen, das frisst halt Ressourcen ohne. Ja. So. Weil wir wollen das ja auch gemütlich haben und dafür muss man auch mal Opfer bringen. So, waschen erstmal wieder. Dann müssen wir auf jeden Fall noch. Dann machen wir die voll. Genau, und wir nehmen einmal Limit. Den schmeißen wir direkt in den Lehmmischer. Und das Schmutzwasser füllen wir hier rein. Damit das immer weiter nachfiltriert wird. So, waschen. Schmutzwasser. Aim. Na, richtig bitter wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt schon keinen Dings mehr habe. Na doch, wir haben noch. Wir hatten wirklich noch eine. Oder sogar noch eine? Nee.
War wirklich die letzte. Habe ich nicht gelügt. So, ansonsten muss ich mal den Müllservice noch beauftragen, hier die ganzen dämlichen Fässer wegzubringen. Nee, stopp. Brauchen wir noch Wasser. Eben hatten wir ja. Und ich will, Moment. Wir mal ein bisschen was anderes als dieses Wasserschwein fressen. Ich wollte doch werfen. Fuck. Hier ist noch eins. Jetzt komme zurück. Hä? Wo ist mein Speer jetzt hin? Ja, der hat ja super geklappt. Dann halt mit Pfeil und Bogen. Schön Tapir essen ist mal was anderes als Wildschwein oder Klapperschlange. Und vor allen Dingen gibt der auch relativ viel Ressourcen, wenn wir den... Na, guck mal, hier haben wir noch einen Papagei. Den nehmen wir auch gleich mit. Cool. Ich muss mir einen neuen Bogen machen. Steine habe ich, glaube ich, noch. Neuen Bogen, neuen... Speer, meine ich. Na komm. Wird auch schon wieder langsam dunkel. Für ein Speer. Wie war denn das? Da muss ich gerade selber mal nach dem Rezept gucken. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Steinspeer, langer Stock, eine Steinklinge und ein Seil. Okay. Steinklinge kriegen wir. Ich glaube, aus zwei Steinen. Das so? Ja. So einen langen Stock müssten wir noch haben. Oh, wir sind überladen. Nee. Ja, da tatsächlich gleich. Wobei. Mal. Federn weghauen. Und die Kokosnussschalen haben wir auch mal hier hin. Hopp. Die brauchen wir nämlich gerade nicht. Nö, wir haben keinen langen Stock mehr. Das nur weil man einmal jagen geht. Alles weg. So, herstellen. Langer Stock. Seil. Ne, das ist die falsche Seite vom Rucksack und die Steinklinge. Zack, wir sind schon wieder überladen. Ich kann aber gerade auch nichts wegschmeißen. Eine Banane können wir essen. Bringt auch nicht so viel. Na gut, dann müssen wir jetzt langsam zurück. Fuck. Wir können die Knochen gleich wieder in die Lagerkisten packen. Dann geht er wieder. So,
So, aber dann, wenn wir sowieso überladen sind, können wir auch Stöcke mitnehmen. Macht es jetzt auch nicht mehr schlimmer. Muss nur bis zur Lagerkiste kommen. Das ist wieder alles gut. So. Komm, wir schaffen es. So, da haben wir sie. Dann lagern wir hier mal unsere Knochen ein. So. Und das Fleisch haben wir kurz auf dem Grill. Bevor wir mit dem Rest weitermachen. Einmal, zweimal. Nee, du sollst da rein. Wir wollen ja wenigstens die Wand noch zu Ende machen da. Also, will ich nicht an. Dafür brauchen wir noch 1, 2, 3. Sollte dann auch wieder reichen. Was ich hier an Fleischfabriken habe. Vielleicht können wir in der nächsten Folge mal noch ein Räuchergestell bauen. Das ist, glaube ich, eine coole Idee, weil Räuchergestell macht unser Fleisch auch länger haltbar. Habe ich hier noch gar nicht gebaut. Oder wir machen das jetzt noch fix. Ich muss gleich mal gucken, was wir dafür brauchen. Wenn wir das alles haben, machen wir das heute noch schnell. Zack. Und unsere Banane wächst immer noch. Wir gucken mal nach. Haben wir hier noch Wasser drin? Ja. Hier nochmal nachgießen. Zack. So. Gucken wir mal. Räuchergestell, das war hier irgendwo beim Feuerzeugs. 13 Bambusstock. Naja. Nee, das wird heute, glaube ich, nicht mehr. Aber ist ja alles halb so wild. Wir stellen das mal. Wo stellen wir das denn hin? Wir stellen das mal hier mit hin. Das heißt, das machen wir in der nächsten Folge dann. Unser Räuchergestell aufbauen. Weil geräuchertes Fleisch hält sich länger als das normale Fleisch. Und demzufolge sind wir, glaube ich, für die Folge eigentlich fertig. Wir haben unseren ersten Setzkasten mit unserer ersten Bananenstaude gebaut. Wir haben ein bisschen was an der Wandverkleidung weitergemacht. Ja, und ich habe eh keine Materialien mehr. Da muss ich erstmal wieder auf Materialtour gehen. Dementsprechend war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Feedback gerne in die Kommentare oder auch Verbesserungsvorschläge. Einfach mit reinschreiben. Jo, wir sind müde. Habt noch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis dann. Tschüss.